Tiziane! Ja, wunderbar, ich habe mal wieder geschlampt. Yay, ist das nicht schön? Nein, ist es nicht. Was ist passiert? Ja, ich weiß nicht, ob ich wieder ein. Doch, wir können eigentlich nur daran liegen, dass mein Laptop abgeschmiert ist, weil ich verkackt habe, da das Akkuladekabel dran zu tun. Dementsprechend speichert DxStory bei solchen Abbrüchen nicht komplette Videoformate. Das heißt, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Minuten Lost habe ich. Oh ja, so um die 10 Minuten sind jetzt mal eben für den Arsch. Das heißt, Rekapitulation, denn ich kann leider so das jetzt nicht wiederherstellen. Warum? Weil ich auch noch so schlau bin und überspeichere Spielstände. Ja, geil. Wir haben im Raum angefangen, in dem mal diese zwei komischen Laserstatuen waren und dieser eine rote Gnom da rumlief. Du weißt schon halt, wo du dem gegenüberstehen musst und mit dem Bogen den kaputt schießen musst. Habe ich auch geschafft. Hat mich ungefähr 2 bis 3 Minuten, ja, so veranlassen. Genau, das hat mich 2 bis 3 Minuten gebraucht. Warum? Den ersten Teil kann ich so ein bisschen raussippen aus dem kaputten, nicht vorhandenen Videomaterial. Nein, ich kriege es nicht in Vegas reingehauen, sonst hätte ich das einfach gezeigt. Danach bin ich einfach durch den Dungeon geirrt und ich habe keine Ahnung, was ich da gesucht habe, weil ab einem gewissen Punkt bleibt stehen. Ich habe keinen Ton, ich habe nichts, die Aufnahme bleibt stehen. Ja, das ist scheiße. Das heißt, wir starten jetzt im Prinzip mit. Was mache ich da? Lass mich mal gucken. Also ein Teil konnte ich retten. Genau. Irgendwann sind wir. Ah, ich glaube, ich weiß. Pass mal auf. Irgendwann sind wir in diesen Raum mit den Fliesen gegangen. Ich habe nämlich einen Schlüssel gesucht. Das war, glaube ich, das Problem. Und das war so mit einer der letzten Räume, wo mir eingefallen ist, okay, entweder da oder in diesem Anführungsstrichen Rätselraum müsste noch ein Schlüssel sein, weil ich auch mit dem Laufband nicht weiterkam. Ich meine, so wäre das grob einzusortieren. Das heißt, wir werden jetzt mit dem, ja, Plattenraum mit diesen beschissenen Bodenfliesen starten und. Sorry! Ist gleich leer, danke. Oh fuck. Oh, ich bin nicht mehr geschützt. Ja, wir haben jetzt einen hübschen Totenschädel. Oh mein Gott, bitte sag mir, dass der Schlüssel drin ist. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Alles klar, wir gehen zurück in den anderen Raum. Ich bin ein Genie. Nein, bin ich nicht. Sonst hätten wir schon viel eher gemacht. Ich hab's mir schon gedacht. Boah, ich hasse Bodenplatten. Ich bin jetzt wieder. Ich weiß. Ah, ich muss mal gerade auf den Timer schieben, aber ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall zeitlich schaffen. Ja. Jeder andere Raum bringt nichts, da bin ich echt pissig. Da, dann habe ich. Ich wollte ihn nur töten. Magie, danke. Ja, Magie fix abholen. War hier nochmal was runter? Ich hab's vergessen. Nein, war nicht. Außer eine herbe Enttäuschung war da nichts drunter. Pam, 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 pam. Bam, bam, bam. Perfekt. Das war jetzt ja auch nicht so schwer. Ist es wirklich nicht. Also ich muss mal sagen, da muss ich wirklich extrem mal mir persönlich imaginär ein High Five mit dem Stuhl ins Gesicht geben, denn es sind da sehr viele Punkte in diesem Spiel, wo ich sagen muss, die sind nicht schwer und ich bin einfach nur zu blöd. Wirklich anders kann ich es nicht sagen. Du kriegst nicht gescheit hin. Suicide. Boah, ernsthaft, ich habe den ganzen Scheiß jetzt nur für eine dreckige Karte gemacht. Fick dich. Was passiert, wenn ich jetzt hier rüber? Nichts mehr. Ups, doch reingefallen. Fuck, egal. Wow, naja, immerhin habe ich jetzt die Karte. Toll, ganz toll. Ich hätte gedacht, jetzt kriege ich hier irgendwie was Wichtiges oder irgendwas, was mir wirklich hilft. Okay. Wie zum Henker bin ich in diesen beschissenen großen Raum gekommen? Und da oben ist auch nochmal ein Raum. Ich war in Räume, wo ich nicht mehr weiß, wie ich da hinkam. Das ist für mich jetzt gerade echt ein bisschen strange, wenn ich ehrlich bin. Oder? Jetzt bin ich am Überlegen. So, da unten rechts habe ich ja das Problem. Ich finde das auch blöd hier mit diesem Cursor. Ich kann den nachher nicht nach links oder rechts geben. Ich muss immer da, wo ich bin, in dem Raum, da ist dieses blinkende Ding. Das ist blöd, weil ich dir da nicht zeigen kann, so von wegen Taktik-Sif. Was meine ich? Wo befinde ich mich gerade? So weiß ich nicht. Ich könnte vielleicht eventuell ein Bildchen einfügen, wie ein Cursor oder so, oder zeigen. Da bin ich gerade, das meine ich, das ist mein Problem. Offensichtlich war ich in diesem einen großen Raum.
Ich weiß aber nicht, wie ich da reingekommen bin. Denn die einzige Verbindung, die ich da jetzt so spontan sehe, die ich auch gemacht haben muss, ist der mittlere Raum. Da waren ja diese zwei Skelette. Normalerweise, wenn ich die töte, müsste die Tür ja aufgehen. Aber das ist ja momentan nicht der Fall. Das wäre für mich die einzige logische Konsequenz, zu sagen, okay, da bin ich dann halt da runtergekommen. Und ich weiß nicht mehr, was für ein Raum das war, und bin auch an den ganz großen gekommen. Den ich, weiß Gott warum, nicht weiter näher erkundet habe. So, wenn ich halt nach rechts gehe, habe ich da unten dieses Bombenproblem. Weil ich da wiederum nicht weiß, wieso funktioniert das nicht? Brauche ich irgendwie andere Bomben? Muss ich da irgendwas anderes machen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin. Was habe ich übersehen? Ich gehe zurück zu dem Raum mit den Bomben. Das ist für mich, das ist der einzige Raum, wo ich jetzt wirklich eigentlich nur noch was reißen kann. Und ich weiß nicht, was da. Oh, tut mir nicht weh, bitte, danke. Was ich da machen muss. Ich kann ja nur Bomben drüber werfen. Ups. Das Einzige, was ich vielleicht noch drüber werfen könnte. Wo ich nicht weiß, ob das funktioniert, ob das überhaupt einen Sinn macht. Ich hab die doch diesen Kackstab von Somaria, ne? Theopraktika. Kann ich ja so einen Block nehmen und den rüberwerfen. Aber der explodiert nicht. Der macht ja nichts. Und hier weiß ich auch nicht, wie bin ich in diese Kacktür da unten reingekommen. Wenn die Scheiße nicht aufgeht. Ich glaube, ich muss meine alten Pass nochmal durchgucken. So, zum, keine Ahnung, wie viel Mal wir das jetzt schon machen. Es tut mir wirklich leid, dass ich halt keine Intelligenzbestie bin. Ich wirklich jetzt ohne Witz sollte ich das Ding nochmal einmal für mich durchspielen wollen. Da kannst du den Arsch drauf verwetten, dass ich das so schnell hinkriege. Weil es ist im Prinzip nicht schwer. Ich stelle mich einfach nur blöd an. Und jetzt habe ich. Oh, jetzt habe ich aber ein großes Problem. Jetzt habe ich keine Magie mehr. Dann machen wir das einmal anders. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, das Part ist sowieso Game Over. Ich werde jetzt zusehen, dass ich mich nochmal von diesem Grabscher hier rausbringen lasse. Und dann komme ich wieder und starte im nächsten Part hier. Oder direkt bei den Bomben. In der Hoffnung, dass wir das schaffen. Das heißt, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Auf ein besseres Ergebnis und way.